Herzlich willkommen bei Denk dich frei, deinem Podcast für mehr Freiheit in deinem Leben. Mein Name ist Sebastian Ruprecht und ich danke dir ganz, ganz sehr, dass du hier heute wieder eingeschaltet hast und auf deine Gedanken achtest, denn deine Gedanken machen deine Wirklichkeit. Ich habe heute ein großes Thema dabei und zwar geht es mir heute um den Sinn des Lebens. Die Frage lautet: Was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe eine relativ simple und einfache Antwort einfach mal darauf mir, ich sag mal, erarbeitet, ja, oder in den letzten Jahren auch irgendwie entdeckt. Und ganz simpel gesprochen ist es für mich der Sinn des Lebens, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen und all mein Wissen und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, weiterzugeben. Und das ist für mich meine Mission, mein Sinn meines Lebens, ja, um es ein bisschen salopp zu sagen, herauszubekommen, wie der Laden hier läuft, wie funktioniert das hier auf diesem Planeten, in diesem Land, in dieser Stadt, in dieser Gesellschaft. Ja, man geht zur Schule, geht zur Berufsschule, Universität, lernt einen Beruf, arbeitet ein bisschen und geht irgendwann in Rente. Dazwischen gründet man vielleicht Familie, hat Kinder und Häuser und Autos und oder auch nicht, wohnt in einer Mietwohnung, sei es drum. Aber was ist der Sinn des Lebens? Wenn man es runterbricht auf den Kern und sich einfach mal auch den Großteil vielleicht der Gesellschaft, auch in anderen Ländern anschaut, was machen die? Was machen die alle? Ja, die kommen in der Tat irgendwie auf diese Erde und verbringen dann die erste Zeit damit, heranzuwachsen und Dinge zu lernen, Skills zu erwerben und irgendwie besser zu werden und in irgendwas, ja, ich sag mal, irgendwas gut zu sein, um am Ende natürlich in diesem Bereich, in dieser Tätigkeit zu wirken, wirksam zu werden, etwas zu produzieren, herzustellen oder irgendeinen Output, wie auch immer, zu generieren. Und idealerweise dient dieser Output dann, und in einigen Gesellschaften ist das ja noch so, dient dieser Output dann der Gesellschaft zum Überleben, ganz salopp gesagt, ja. Das heißt, sozusagen, man leistet einen Beitrag für die Gemeinschaft, innerhalb derer man lebt. Und das muss es gar nicht mal so idealistisch sein, wie das vielleicht klingt oder so, denn auch wir hier, sagen wir mal salopp, in Deutschland, wir leben ja auch in einer Gemeinschaft und leisten einen Beitrag, damit diese Gemeinschaft weiter existieren kann. Ja? Das ist eine relativ simple, ja, macht zwar jeder irgendwie sein eigenes Ding. Und ja, trotzdem zahlt irgendwie dann so ein bisschen Steuern, von denen dann halt eben das Gemeinwohl am Laufen gehalten wird. Und es ist am Ende für mich, ich habe es runtergebrochen, für mich ist das wirklich der Sinn des Lebens. Komm auf diese Erde, finde heraus, wie der Laden läuft, also lerne so viel, wie es geht. Erstmal natürlich ja das Überlebensnotwendigste und dann vielleicht auch ein paar Sachen, die nicht überlebensnotwendig sind, sondern so Nice-to-Have-Kategorie reingehören. Und dann kann man da besser werden. Vielleicht findet man auch seine Superpower raus und erlangt Meisterschaft in irgendeinem Bereich, was einen natürlich dann besonders dafür qualifiziert, um seine Erfahrungen, seine meisterhaften Erfahrungen weiterzugeben an, ja, an ein interessiertes Publikum, ganz simplerweise, ja. Damit die halt eben dort für sich auch ihren Lernfortschritt schneller gestalten können und vielleicht nicht den einen oder anderen Irrweg, den man selber gelaufen ist, nochmal wiederholen müssen. Zumindest nicht 3, 4, 5, 6, 7 Mal, sondern vielleicht nur einmal, ja. Und ich denke mal, das ist es, was es ausmacht. Das ist vielleicht auch das, was mit Evolution gemeint ist, dass eine jede Folgegeneration ein bisschen, ja, einen Schritt weiter ist als die noch vorhergehende. Und damit wir uns nicht im Kreis drehen, wäre es vielleicht wirklich auch gut, wenn
generationsübergreifend das Wissen auch ein bisschen weitergeben, damit wir nicht vergessen haben, was vor zwei oder drei Generationen los war oder vier. Damit wir diese Erfahrung nicht nochmal machen brauchen, ja, sondern uns daran erinnern und halt eben wirklich nach Schritt 3 den vierten machen und dann den fünften und dann den sechsten und den siebten und nicht zurückfallen auf Schritt 2. Und damit möchte ich dann gerne auch schließen. Ich habe noch ein paar Bücher, die ich lesen möchte und wünsche dir auch bitte gern. Sieh zu, dass du jedes Buch liest, was du zwischen die Finger bekommst oder vor die Augen. Lerne so viel, so gut und ja, so toll, wie es nur geht. Und lerne auch vor allem dieses Wissen anzuwenden. Bring es in die Praxis rein. Mach deine Erfahrungen damit und dann gib das Wissen weiter. Warte nicht, bis jemand kommt, der es hören möchte, sondern sei proaktiv. Gib das, was du gelernt hast, weiter und leiste damit deinen Beitrag für die Gesellschaft. Ich danke dir, dass du da bist. Danke für deine Zeit und danke auch, dass du auf deine Gedanken achtest. Denn deine Gedanken machen deine Wirklichkeit. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Sebastian.